Willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. Huh, waren das zwei lange Folgen, was? Heute machen wir deswegen ein bisschen kürzer. Jedenfalls ist das der Plan. Wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Gut, wir haben aber noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen aus unserer letzten Mission. Natürlich haben wir in der Kaserne auf dem Ehrenmal aktuell nur Rookie oder Rekrut Corey Rose zu sehen. Die beiden anderen, die wir verloren haben in der vorigen Mission, die werden hier nicht angezeigt. Interessant, wahrscheinlich weil sie nicht de facto auf Einsätzen waren, klammern wir das mal aus. Aber wir haben, wo haben wir es? Einen neuen Orden bekommen. Nämlich den, die Stern, Sternkokarde von Terra. Und wir können ihm noch eine Kraft zuweisen, das ist natürlich ganz nett. Der gesamte Trupp erhält plus 5 Willenskraft und plus 5 Verteidigung im Gefecht. Robotische Einheiten erhalten nur den Verteidigungsbonus. Oder alle Truppenmitglieder bis hinauf zum Rang Leutnant erhalten 25% EP für abgeschlossene Missionen. EP ist nur wichtig, bis man fertig aufgestiegen ist. Und ich habe die beste Hoffnung, dass wir nicht mehr allzu viele Leute verlieren, wenn wir es geschickt angehen. Deswegen nehmen wir den jetzt ruhig mal so an und dann verleihen wir ihn jemanden. Wer war denn unserer Meinung nach der beste Kämpfer in unserem letzten Match? Wisst ihr, wer noch gar keine Medaille hat, aber bisher der MVP ist? Holzkopf! Da, der Holzkopf, der braucht die Medaille. Da ist sie. Ja. Rühren. Große Freude. Er ist der reine Boss. Er ist jetzt quasi der Kapitän. Und keine weiteren Medaillen sind mehr über. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir, das können wir ja mal schauen, ob wir auf dem Markt die offene Aufträge, schwere Schweberleichen, haben wir nur eine. Das ist natürlich nicht so gut. Können wir also nicht erfüllen. Aber vielleicht, lass mich das mal sehen. Psylabor, Hyperwellenverbindung, alles klar. Haben wir noch irgendeine Erforschung? Forschung? Ah, EMP-Kanone. Und haben wir jetzt genügend Waffenfragmente? Ja, wir haben genügend Waffenfragmente für andere Sachen. Das ist, glaube ich, unsere aktuelle Forschung. Nein, die EMP-Kanone ist unsere aktuelle Forschung. Dann lassen wir die ruhig erstmal da, wo sie ist. Gut, zurück auf die Karte und ein bisschen warten. Oh, aus Taralien, Abfangjäger. Raven 6. Schnapp ihn dir. Oh, oh. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Sehr gut. Sind gleich in Schussweite. Feuer! Feuer! Na? Sehr gut, in letzter Sekunde. Leider ist unser Schiff schwer beschädigt, aber immerhin, da hat er einen sehr, sehr hilfreichen Beitrag geleistet. Sky Ranger losschicken. Und alle sind gesund, aber eine Sache wollte ich tatsächlich mal machen. Ich wollte... Oh. Colonel Dasmo. Warum ist Colonel Dasmo hier? Entfernen. Einheit wählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum ist das... Ah, ich glaube, wir wollten das so machen. Wir wollten nämlich Moin mitnehmen, weil Moin ein genmanipulierter Schaf irgendwas ist. Genau. So. Bearbeiten. Bewaffnung. Oh, du hast noch die alte Schalenrüstung. Und das Laser. Ach gut, dann müssen wir es anders machen. Entfernen. Und dann gehen wir auf Odette. Bearbeiten. So, müssen wir alles etwas zurückspulen hier. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Probieren wir es mal. So. Und Moin. Bearbeiten. Bewaffnung. Ah. Plasmapistole ist noch nicht so weit. Scope ist richtig. Ja, so machen wir es. Ist der einzige Major, das heißt, rückt dann auch entsprechend möglicherweise nochmal auf. Sehr gute Entwicklung. Machen wir so. Das war, ich habe nicht ganz darauf geachtet, ein mittleres UFO.
Auf jeden Fall kein großes, aber der Flug ist natürlich relativ lang. Ja. Wir landen. Landen wir mal. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Unser Mehrfach? Zielobjekt ist in einem entlegenen Gebiet abgestürzt. Aber wir müssen die Stelle sichern, bevor die Aliens Überlebende bergen können. Ja, das werden wir machen. Ich habe das Gefühl, das wird relativ schnell gehen. Ich habe das eben schon das UFO gesehen. Das ist direkt geradeaus. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Gleich schon den ersten Trupp aufgespürt. Das nenne ich echtes Glück. Ja. Probieren wir es. 100% sind natürlich super. Vielleicht kriegen wir einen kritischen. Nee. Bin unterwegs. Schaffen wir Holzkopf ran mit seinem neuen. Wir haben Feldposten offensichtlich. Das hochinteressant sein. Es ist. 88% nur? Gut, hat aber gereicht. Das ist wohl die Hauptsache. Ziel wurde neutralisiert. Ja, wir sind sowas von bereit zurückzuschlagen. Bin schon auf dem Ich Weg. hoffe, das reicht. Ne, das reicht nicht. Haben wir denn einen Runner und Gunner? Ja, haben wir. Und zwar natürlich Strutzi. Strutzi kann sich nach. Wie nah sollte Strutzi hier ran? Oh, wir haben vergessen, Strutzi die neue Waffe zu geben. Vermaledeit. Probieren wir das. Ja. 96% ist gut. Allerfeinst. Und du kannst tatsächlich hierhin und sogar schon was Gutes tun. Ich bin überaus einverstanden. So, und da wir hier schon Gegner ausgeschaltet haben, glaube ich, jetzt kommt hier erstmal nichts Neues. Naja, bewegen wir uns mal nach. Wohin bewegen wir uns denn? Schwierig, schwierig dahin. Okay. Nächster Schritt. Hier ist irgendwo das UFO. Da ist das UFO. Was größer ist, als ich dachte. Meine Damen und Herren, schaut euch das mal an. Das ist überraschend. Überraschend ist das. Dann müssen wir vielleicht doch ein wenig vorsichtiger vorgehen. Und wieder wie nach dem letzten Erfolg habe ich die ernsthafte Absicht, und ich hoffe, ich halte das ein, nicht zu übermütig zu werden, nach unserem relativ guten, unerwartet guten Einsatz bei der Verteidigung der Basis. Das will ich natürlich jetzt nicht gefährden. In einem Moment ist man noch himmelhoch jauchzend und dann läuft man in irgendwas rein, weil man gedacht hat, man ist Superman. Das ist man natürlich nicht. Der einzige Grund, warum wir so durch die Missionen kommen, ist, weil wir überaus vorsichtig sind. Und das ist die Hauptsache. Ah, sehr gut. Nächstes Ziel gefunden. Das ist sehr, sehr gut. Und ich hoffe, ich kriege zumindest einen Schuss raus. Ja. Vielleicht sogar 100%, 65 kritisch. Das wäre super. Komm. Oh. Traumhaft. Wir brauchen nur noch einen weiteren Treffer. Mal sehen, ob wir es rauskriegen. Bist du der? Weiß ich nicht. Wir müssen das riskieren. Beweg dich nach hier. Gleich kommt ein Feldpostenschuss, ja. Beziehungsweise Reflexschuss, okay. Der heißt ja so, aber in Wirklichkeit ist es natürlich dem Feldpostenmodus geschuldet.
88% ist nicht schlecht. Meine Munition ist aus. Mal schauen, wie nah wir hier rankommen. Gehe in Position. Nicht zu nah, anscheinend. I'm rolling. Und du kannst nach hier. Du siehst eh niemanden. Du kannst dafür ausnahmsweise, wo tun wir dich denn hin? Wir tun dich nach da. Aber zwei Felder, beziehungsweise ohne Feldbossenmöglichkeit, da ich nicht denke, dass der Vogel uns beschießen wird. Genau. Sehr gut. Okay. Oh. Du musst nachladen, gut. Dann rücken wir jetzt leicht auf. Jawohl. Du dahin. Du rückst. Oh! Was wir mit dir machen, das wird super. Wir rücken dich nach hier. Um im nächsten Zug dann das Mail zu kassieren. Oh, das hätten wir auch mit dir machen können. Hm. Naja. Moving to position. Hoffen wir, dass wir jetzt noch das Alien sehen können, was sich hier versteckt hat. Nein, können wir nicht. Gut, aber wir können in Feldpostenmodus gehen. Das ist schon viel wert. Okay. Super. Wer macht was? Ich würde sagen, Sturzi hat die Ehre, das Meld einzusammeln. Ich bin fasziniert davon, wie lange Strutzi bisher überlebt hat, denn ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Diese Unterstützereinheiten und alles, was mit Shotgun-Äquivalenten arbeitet, muss relativ nah ran, ist aber meistens nicht so leistungsstark, was den Schaden angeht, wie beispielsweise Max. Und das führt natürlich dazu. Oh! Ja, verstehe. Das führt natürlich dazu, dass sie lange nicht den Schaden produzieren können, der vielleicht benötigt wird in einer kritischen Situation. Um? Oh, du kannst nur den abschießen? Shit. Um sich zum Beispiel bei einer plötzlichen Auseinandersetzung mit einer Cyberdisk zu behaupten, das funktioniert dann teilweise nicht. Ja, gucken wir mal, ob du vielleicht schon einen Schuss abgeben kannst, ohne dass ihr euch zu sehr zusammenrottet da und... Oh ja, sehr gut. 88%. Sehr gut. Das hat 11 Schaden. Gegner verlieren an Boden. Ah, wie kriege ich dich hier rüber? Vielleicht nach hier, vielleicht reicht das schon. Oh. Ohoho. Oh, ich glaube. Falls die Cyberdisk entscheidet, näher zu kommen, gibt's hier richtig Krawall. Alienkräfte ziehen sich zurück. Hm. Fast. Und mit fast meine ich das exakte Gegenteil von dem, was ich ursprünglich erwartet habe. Gut, macht aber nichts, denn hier ist noch ein Schuss drin. Komm her, du Cyberdisk. Ja. 68% ist nicht viel. Aber es ist genau gut genug. Perfekt. Okay, wer ist als nächstes dran? Oder am nächsten dran? Das ist ja der Ansatz. Ha. Huh. Das ist ein Problem. Du hast offensichtlich keine Munition mehr. Du hättest den Flammenwerfer, aber dein Flammenwerfer ist meiner Meinung nach nicht weitreichend genug, das heißt, du musst nachbessern. Was wäre, wenn du hier hingehst? Bestätige Befehl. Der gute alte Zhang. Zhang sieht den Feind. Sehr gut.
Ah, neue Tür. Das Ziel verfehlt. Im Alienschiff. Ach, das ist schade. Moving out. Und du bist jetzt hier hinten so ein bisschen ab vom Schuss. Gobelowski hat vielleicht auch noch einen Schuss. Das wäre natürlich super. Oh ja, wenn Gobelowski jetzt trifft. Ja. Sehr schön. Okay. Dann werden wir mal versuchen, etwas näher ranzukommen. Position bestätigt. Das Schöne hierbei ist, dass unser lieber Freund hier durch eine zerstörte Wand gucken kann. Das heißt, hier können wir einfach mal rein. Oh, sehr gut. Und da wir Sturm und Schuss gerade wieder verfügbar haben, ruhig mal hier hin. Das hat den Vorteil, dass wir mit allen anderen, hier ranrücken können, ohne uns so sehr Gedanken über, wie heißt das, machen zu müssen. Feldposten. Wir haben genügend Feldposten. Yes, sir. Okay. Dich sollten wir allerdings nur so weit ziehen, dass wir dich in der nächsten oder im nächsten Teil deines Zuges noch nachladen lassen können. Schwerer Plasma-Guy wiederum kann hier ruhig hin. Ich glaube nicht, dass der irgendwie. Ja. Oh, wobei, das hätte ich vorher überlegen sollen. In den Raum da hinten haben wir noch nicht richtig reingesehen. Oh, hier ist auch ein Alien-Reaktor explodiert, wahrscheinlich bei der Zerstörung. Sehen wir uns das Ganze mal in Gänze an. Oh. There's something out there. Hier sind offensichtlich Alien drin. Nicht verwunderlich, aber etwas, was sich zu bedenken lohnt. Aye, aye, Commander. Hm? Gut, junger Mann, du gehst oben durch. Das gleiche gilt für. Naja, du kannst erstmal dahin. Wie kriegen wir dich hier irgendwo hin? Du kommst im besten Fall hier hin und da ist keine wirkliche Deckung. Da ich dich, glaube ich, lieber hier. Jetzt, wo wir den Bereich voll einsehen können. Und das gleiche gilt meines Erachtens für dich. Double time. Ja. Ups, da ist noch ein Meld, aber keine Ahnung, ob wir da schnell genug rankommen. Sehen wir erstmal zu, dass wir hier die Truppen in Stellung bringen. Ich denke, wir können hier als nächstes ganz sauber und problemlos diesen Raum stürmen. Also problemlos meine ich erstmal, ohne dass sich jetzt Probleme abzeichnen. Aber wir wollen die Truppen natürlich einigermaßen sicher in Stellung bringen und ein bisschen Feldposten möchte ich auch haben. Aber da genügen für mich, ehrlich gesagt, unsere Max. Alles, was die treffen, wird zu Pulverschnee. Ja, Chilong. Ja, Chilong kann auch da. Das ist einen Schritt gespart. Das ist eventuell genug. Okay. Alienzug. Na, noch mehr Aliens. What was that sound? Keiner weiß es, aber jeder möchte es wissen. Aliens? Keine Aliens. Schwierig. Hier ist auf jeden Fall ein Loch in der Wand. Okay, es nützt nichts. Einer muss gucken gehen. Wie schön. Okay, niemand da. Gucken wir noch mal ein bisschen weiter.
Was ist denn hier das Visual? Ah, der Melt-Container. Sehr gut. Wisst ihr was? Drei Runden. Können wir mal probieren, den in der nächsten Runde zu schnappen. Ja, das machen wir. Gut. Du? Ja, du? Du stellst dich... Weil das haben wir ja schon gesehen, oder? Ja, haben wir gesehen? Du kannst dich schon mal hier hinstellen. So. Okay. Rücke vor auf Zielposition. Alle aufrücken lassen. Wir wissen ja, was passiert. Oh, hier drin sind zwei Ziele. Das ist interessant. Zwei Ziele sind besser als eins. Ja. Ist da eine beschädigte Wand? Nein, das ist eine normale Wand. Gut zu wissen. Und du stellst dich hier hin. Gut. Nächste Runde, Kunigunde. Dann wollen wir mal sehen, was da ist. Oh, Jungs. Zwei von diesen Commandern. 82, 84. Nehmen wir natürlich 84. Oh, ich glaube, es ist zu hoch. Nein, Treffer. Treffer und versenkt. So, wie können wir dann das hier optimieren? Wir lassen ihn hier hinlaufen. Und dann mal gucken, wenn wir ihn direkt beschießen, sind es 100% voller Schaden. Ja, machen wir das. Ist besser, als auch hier Zeug zu zerstören. Und war das unsere Mission? Ja. Die Operation war ein Erfolg. Das hat sich auch so angefühlt. Ja, inzwischen sind UFO-Landungen mehr oder weniger Standard. Ich bin da überlegen, ob es sich lohnt, die noch komplett zu machen oder ob ihr davon nur noch die Highlights sehen wollt. Schreibt es mir in die Comments. Vermutlich werde ich ein paar Folgen noch vorher aufnehmen, bevor ich die Comments dann lese. Unsere Soldaten beeindrucken mich immer wieder aufs Neue, Commander. Mhm. Die Meldsubstanz, die sie erbeutet haben, ist von enormer Bedeutung für unsere Forschungen. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Zeitversetzung nehme ich dann das Feedback an. So, Sektoiden Leichen und so weiter. Oh, beschädigte Energiequellen heißt auf jeden Fall, dass wir es verkaufen können. Das ist gut. Lagezentrum, Schwarzmarkt. Wo ist es? Da. Noch irgendwas Beschädigtes? Nein, ansonsten alles heile. Und haben wir eigentlich noch Sektoiden? Chrysalidleichen haben wir noch vier. Denn irgendjemand hatte mir geschrieben, einer von euch in den Kommentaren, mir einen wichtigen Tipp gegeben. Und ich kann mich nicht entsinnen, ob ich Forschung... Ich glaube, ich hatte die schon entwickelt. Baue, kaufe Gegenstände. Wo war denn das? Hier. Skelettanzug, Schalenrüstung. Hm. Alien-Legierung, nein. Wie war denn das? Hm. Keine Ahnung, kann mich nicht entsinnen. Oh, Entschuldigung. Oh, Aliens theorisieren irgendwas. Guangzhou, Schwierigkeit des Einsatzes sehr schwer. Oh. Dann wollen wir mal für ein bisschen Radau sorgen, aber hier tauschen wir was. Bewaffnung, Medikit gegen Bogenwerfer? Wo ist dein Bogenwerfer? Schmeißen wir Strutz hier mal raus. Irgendjemand muss den Bogenwerfer haben. Ah, nein, ich hab's gerade gesehen. Wir haben ihn ja schon dabei. Chilong hat den Bogenwerfer und Strutz ihn nicht. Gut, dann muss Chilong die Leute betäuben. Alles klar. Ja, dann mal krachen lassen. Die Chinesen rausboxen. Strike One. Bereit machen zur Landung. Ja. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Mhm. Zahlreichen besorgniserregenden Berichten zufolge greifen die Aliens Zivilisten in einer Großstadt an.
das wollen wir natürlich nicht zulassen. Da müssen wir was gegen unternehmen. Die Frage ist, wie sieht China eigentlich aus? Oh, ich glaube, ich weiß, wie China aussieht. Irgendwie. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. China sieht voll nach Hafen aus. Was nicht schlimm ist, Hafen ist ganz nett. Ich bin als gebürtiger Hamburger, bin ich ein großer Freund des Hafens als solches. Heute versagt meine Sprache noch mehr als sonst. Oh, ich kann nichts sehen. Was tun wir da? Mach ich Run and Gun? Ich könnte. Dann wäre ich zumindest hier näher dran. Aber ich habe das Gefühl, das ist eine schlechte Idee. Gut, machen wir erstmal Folgendes. Bewegen wir erstmal einen unseren Max hier rüber. Und du, mein lieber Freund. Naja, wir nehmen erstmal den zweiten Mac. Der zweite Mac stellt sich dann hier rüber. Keine Gegner zu sehen. So, wie kriegen wir mehr Leute hier einigermaßen sicher angebracht? Ich denke, indem einer nach hier geht. Ja. Ja, du kannst nicht ganz so viel sehen. Du könntest aber mal nach hier laufen einfach. Und Moin sich zur Sicherheit. Moin kann ein Stückchen zurückbleiben. Moin sich nach hier bewegt. Und im Feldpostenmodus bleibt. Und du letztlich auch. Okay, oh, von da oben kommen sie. Oh! Oh, armer Zivilist. Das wiederum war ein beeindruckender Schuss. Okay. Tu mir, was getan werden muss. Und ich weiß noch nicht hundertprozentig, was das sein könnte. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Ja. Oh, das ist ein sehr, sehr guter Schuss. Ziel eliminiert. Sehr, sehr angenehm. Cyberdisks hasse ich wie die Pest, wie gesagt. Von daher bin ich ganz froh, dass sich das Problem nicht bewahrheitet hat. Okay. Das heißt, er kommt näher. Das ist wiederum gut für uns. Oh, dahinter war noch einer. Sehr schön. Ich meine, wir hätten hier noch eine. Ja, sehr gut. 100% Trefferchance. Okay, dann boosten wir mal die kritische Trefferchance. Ah. Meine Truppen. Ich liebe meine Truppen. Versuchen wir hier mal möglichst nah ranzukommen an die beiden Zivilisten, die da stehen. Und geben euch ein wenig Rückendeckung mit Fire Turtle. Okay. Okay, du bist ja kein Typ für Deckung. Aber was ich machen könnte, wäre dich hier hinzuschaffen. Oh! Das ist äußerst unangenehm. Ich glaube, wir ziehen uns zurück. Holzkopf ist super, aber Holzkopf ist nicht stark genug für das gleichzeitige Abarbeiten von 4 Berserkern unter anderem. Oder 4 Mutants und unter anderem einen Berserker. Das ist einfach albern. Oh, Nahkampfspezialist. 5 Schaden ist schon mal gut. Oh, 10 Schaden hat er rausgedrückt. Das ist enorm ärgerlich. 10 ist auch für einen solchen Soldaten recht viel.
Und mit ziemlicher Sicherheit eine Verletzung. Okay, schauen wir erstmal, wie viel das ist. So viel ist das, okay. Gut, wir müssen uns nach und nach kümmern. Okay. Das wäre 100%. Das machen wir. Jetzt müsste er in diese Richtung gelaufen kommen. Genau, und jetzt machen wir Folgendes. Ihr werdet es lieben. Auf dem Weg. Jetzt werden wir ihn betäuben. Hoffentlich. Ah, verdammt, fehlgeschlagen. Dann muss er so sterben. Und du musst dann entsprechend heilen. Ja. Gut, nächster Schritt. Reicht das? Na, zumindest... Ja, okay. Zumindest schafft es dich zumindest in einen Sichtbereich. 46% zu 58. 58 ist mir fast lieber. Also ob der für... Also nicht 58% ist mir lieber als 64, sondern einfach die Tatsache, dass wir hier einen Gegner haben, der sich bei so ähnlichen Werten mehr lohnen würde, wenn wir ihn ausschalten. Das sind 100% für ein kleines Viech und 97 für das. Ganz klar. Dann weg mit dem Muton. Ziel ausgeschaltet. So, einen haben wir noch. Die Frage ist, was tut der? Der kann nicht mehr viel sehen, viel bewegen, aber er kann noch sehen. Deswegen stellen wir ihn auf Feldposten und hoffen... Oh, okay. Spannend, sie scheinen sich verschanzen zu wollen. Ach, der arme Zivilist. Sehr unschön. Gut, müssen wir nach und nach lösen. 100% für dieses Ding wäre ganz nett. 82 für das ist aber auch nicht schlecht. Aber irgendjemand muss irgendwann mal dieses Viech töten, von daher machen wir das jetzt. Gut, du hast jetzt keine... du hast jetzt keine... echte... Deckung mehr. Das können wir aber schnell lösen, indem wir dich... Oh! Nicht runterholen! Ich habe keine Munition mehr. Das ist ungewöhnlich. Ah, du musst im Grunde treffen. Du hast getroffen. Sehr schön. Du musst nachladen. Du kannst dafür den treffen für 100%. Das ist natürlich nicht schlecht. Moin, entschärft die Situation. Wir haben hier hinten einen Muton, der hier reingelaufen ist. Das hieße rein theoretisch, wenn wir uns dann hier hinstellen, sollten wir in der Lage sein, diesen Muton zu beschießen. Wenn wir ihn sehen. Wir sehen ihn nicht mehr. Gut, okay. Problem. Was ist, wenn wir... Haben wir noch irgendjemanden? Nein, Zeng ist der Letzte. Wenn wir Zeng hier hinstellen. Gut, Zeng sieht den zumindest, hat aber nur eine 29%ige Chance. Das ist nicht sehr viel. Erwartungsgemäß. Ziel ist noch aktiv. Oh. Nächster. Holzkopf. Oh, nasty. Nur 11 von 12. Ich brauche die Munition. X-Ray on the move. Ja. Das ist denen ziemlich Wurst, was unsere Leute tun. Sie töten lieber Zivilisten. Ja. Das ist unbefriedigend. Du musst eh nachladen. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Nein.
Aber du kannst das, gut. Ziel ausgeschaltet. Bereit zum Angriff auf feindliche Ziele. Nachladen. Bin unterwegs. Holzkopf könnte näher ran. Und rein theoretisch müsste ja hier, das könnten wir versuchen, relativ blind. Hier? Wo war das? Hier. Hier war das. Hier ist irgendwo einer gestorben. Hier. Ja, wir versuchen das. Nein. So? Ja. Ah, sehr gut, wir haben einen erwischt. Da wusste ich doch, dass der da steckt. Okay. Versuch. Oh. Wo ist denn hier einer? Wo ist der, den wir hier sehen? Da ist er. Ah, aber wir können ihn nicht mehr beschießen. Verdammt. Lade meine Waffe nach. Gut, vielleicht. In der nächsten Runde. Meine Wunschvorstellung ist, dass er probiert reinzukommen. Und wir ihn dann sogar lähmen können. Aber er hat andere Vorstellungen. Wir haben schon 6 Zivilisten verloren. Das ist insgesamt sehr unbefriedigend. Und hatten wir nicht eben gesagt, nachladen? Nein, du hattest... Ich erinnere mich, du hattest da was beschossen. Okay. Wir müssen irgendwie versuchen, näher ranzukommen, ohne unsere Jungs zu sehr zu gefährden. Gehe in Position. Oh, wir können ihn sehen. 100% Trefferchance? Ja. Mission erfüllt. Ja, aber wir haben 6 Menschenleben verloren. Das ist eine etwas unerfreuliche Entwicklung, aber es hätte deutlich schlimmer ausfallen können, wenn wir bei der Basisverteidigung irgendwelche von diesen Truppen verloren hätten. Wir sollten zusehen, mehr Truppen mitzunehmen, die noch Entwicklungspotenzial haben. Es ist immer gut für die Moral, wenn alle wieder zurückkommen. Man sieht es hier, diese Leute hier sind unser absolutes A-Team. Und wir brauchen auch noch ein paar, die nachrücken könnten für den Fall, dass einige von uns nicht zurückkehren werden. Ja, ein paar Leichen, ein bisschen Illyrium, ein paar Waffenfragmente, das sind gute Entwicklungen. Und die Panik hat sich in ganz Asien gelegt. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Schauen wir uns das mal an. Ja, jetzt da. Das ganze Board, wie man sagt, ist blau, das ist sehr, sehr gut. Gucken wir mal bei verdeckte Operationen. Zu wenig Geld für Scan, klar, aber wir hatten auch schon rausgekriegt, dass wir gar nicht mehr scannen können, ne? War doch so. Gut, vielleicht kommen wir jetzt dazu, unsere Satelliten abzusondern. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Ja, die Frage ist, upsala, starten wir die Satelliten jetzt? Denn jetzt könnten sie zwar auch Panik reduzieren, aber da mehr oder weniger alles auf... Eins ist, wäre es nicht so schlimm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Chance, noch den Bonus zu kriegen. Was ist denn der Bonus? Der Bonus ist... Kampf der Zukunft. Keine Ahnung, was das ist. Aber versuchen wir es mal. Ja. Ich denke, das ist der richtige Weg. Und hier auch. Satellit starten. Satellit gestartet. Ah! Sehr gut. Alle Projekte, Kampf der Zukunft bringt alle Projekte in der Gießerei und der Offiziersschule kosten 50% weniger. Das sind sehr, sehr gute Entwicklungen. 14 von 15 Satelliten im Orbit. Wir könnten tatsächlich noch einen bauen. Es wird spannend da draußen. Wir verfolgen mehrere nicht identifizierte Ziele. Nicht identifizierte Ziele. Wenn wir auf Technikabteilung gehen und auf Bau, kaufe Gegenstände. Wo ist es denn? Satellit, da. Kostet 55. Wir haben dann einen in Reserve, falls einer zerstört wird. Ist immer gut, einen zu haben. So, zurück hierzu. Ah, Psi-Labor. Das sieht doch gemütlich aus. Psionisches Labor online. Werkstattrabatt ist super. Wo haben wir den eigentlich her? Ich kann mich gar nicht entsinnen.
Egal, wir suchen weiter. Und? Ah, Exalt-Operation. Sabotage durch Exalt hat unsere Bargeldreserven um 50 irgendwas verringert. Die Exalt-Zelle wurde enttarnt, wird aber schon bald wieder in den Untergrund abtauchen. Oh, das machen wir natürlich, aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.